gerade wenn man den Kulturbetrieb anschaut, mutet es ja geradezu abwegig an, zu glauben, dass es dort einen verengten Meinungskorridor geben könnte oder sollte, weil Kultur und Kunst ja per se von einer Vielfalt geprägt ist. Würden Sie sagen, dass das in den letzten Jahren, also seit 2017 vielleicht auch noch mal draufschauend, sich noch verstärkt hat mit dem sich verengenden Meinungskorridor des zulässig sagbaren, schreibbaren, gestaltbaren? Ja, also das sehe ich natürlich ganz klar. Also ich bin ja nun Teil dieses Kulturbetriebs, bin aber vollkommen unabhängig, bin auch finanziell unabhängig, bin also sozusagen in einer sehr komfortablen Situation, auch mit meinem Haus, mit meinem Veranstaltungsraum, den ich wirklich als neutralen Ort auch betrachte, wo ich versuche, im besten Falle unterschiedlichen Meinungen natürlich auch ein Haus zu geben. Wobei auch das wird natürlich immer schwerer, weil in dem Moment, wo man diese Stigmatisierung und diese Brandmarkung als rechts erhalten hat, zieht sich das linke Spektrum von dir zurück. Das heißt, selbst wenn ich jetzt versuche, Podien entsprechend divers und bunt und multiperspektivisch aufzubauen, dann sind es doch meistens die eher Linken, die sich dann zurückziehen und sagen, mit euch setzen wir uns nicht zusammen an einen Tisch. Also das Thema der Kontaktschuld ist natürlich etwas, was ich glaube, immer noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Aber durch diese Inflationierung dieser Begriffe, wie sie auch immer wieder verwendet werden, auch Begriffe wie Nazi natürlich oder auch Neurechts ist ja auch so ein Begriff, inflationär behandelt, nutzt es sich natürlich auch alles immer ab. Und natürlich haben Sie vollkommen recht, Kunst muss in allererster Linie frei sein. Ja? Kunst sollte nie an eine Politik oder an eine gesellschaftspolitische Richtung geknüpft sein. Aber heute sprechen wir auch nicht mehr von den Künstlern, wir sprechen von den Kulturschaffenden. Und ich habe das Rad noch ein bisschen weiter gedreht, ich spreche nur noch von den Kulturanschaffenden. Mhm. Mhm.